Wo ist die Mütze? Meine Mütze, ich doch nicht ohne Mütze. Sieht ja jeder, dass ich keine Haare auf dem Kopf habe. Das ist nur Perücke. Genau, wenn ich meine Mütze umdrehe, ist das, als wenn ich den Motor anwerfe. Wer kennt den Spruch? Schreibt es in die Kommentare. Bitte da auf dem Fußboden. So ein Gerät ist auch empfindsam. Papa, wir spielen. Ja, heute mache ich hier, ist ja unglaublich. Heute waren wir frühstücken. Und jetzt ist natürlich wieder Aufräumtag, weil die Kinder sind da. Und es ist erstaunlich. Marlies, wann hast du das letzte Mal aufgeräumt? Gestern war alles picobello, heute ist alles zerstört. Und wir waren heute Vormittag eigentlich unterwegs. Frühstücken, wieder im 60s, da gehen wir sehr gerne hin. Jetzt sind die Kinder in der Wanne, die Wasser ist braun. Ja, also nicht, weil sie richtig kackt haben. Nee, ey, die sind einfach so dreckig, das ist unglaublich. Einen totalen Sandkasten mit am Körper mitgebracht. Die Märkische Heide oder so. Gut, jetzt wird hier alles aufgeräumt, wieder mal. Ich stelle ein, jetzt zeige ich für Thorsten ein, ich stelle Thorsten. Es nervt, ey. Es ist mein freier Tag und ich stelle für dich Sachen ein. So was Bescheuertes. Ja, jetzt mache ich noch eine Sache. Ja, das ist der Tag schon wieder um. Das ist es. So, mache ich auch nie wieder, ehrlich gesagt. Also muss ich mir auch mal ein bisschen, ich muss noch ein bisschen an mich denken und meine Familie. Ja, das ist jetzt so ein Freundschaftsdienst gewesen. Okay, kann man mal machen, aber ey, vielleicht hole ich noch mal ein Stück Kuchen oder so. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da was am Sonntag. Jo, gut. Na klar, ich mach weiter. Mein Kammerarbeitsplatz ein bisschen aufgeräumt. Ein paar Sachen sind verkauft. Den Sitz muss ich noch neu beziehen. Ich weiß gar nicht, was ich das halt machen soll. Das Ding muss ich zurückschicken von Camp4 Pro hier. Jo, diesen Akku-Pack. Und erneut mache ich eine Sendung fertig für, wie heißen sie? Camp4 Pro. Mann. Okay, ich habe alles ausgefüllt. Ich pack's jetzt ein. Ich krieg ja bald so ein Ding umsonst. Mal zugeschickt. Noch ein zweites. Ich zweifle ja schon an mir selber manchmal. Ist ja auch nicht so. Ich bin ja auch nicht unfehlbar oder so. Aber hier haben wir das Kabel nagelneu. Das habe ich noch nie benutzt. Ich schließe an. Das funktioniert jetzt. Ich schließe an. An meinen Computer. Wackelt ja schon hier. Also man merkt das schon, da ist ja Spiel drin. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Na, aber hier, ich demonstriere. Es lädt ja jetzt, aber hier, sieht man das? Da. Da ist ein Wackelkontakt drin. Musstet ja mal demonstrieren, glaubt ja sonst keiner. Also wie gesagt, es lädt, wenn ich es reinstecke, so lädt es, aber wenn man den so ein bisschen, nur so ein bisschen rankommt, dann ist ein Wackelkontakt drin. Wenn man pur so in Ruhe lässt, einfach nur so zum Laden, dann ist okay. Aber wenn man das halt an der Kamera hinten dran hat und dabei bewegt, ist aus, ist vorbei. Geht das nicht. Wackelkontakt USB-Buchse bei Gebrauch an der Kamera und gleichzeitigem Laden über USB-Buchse. Jetzt stelle ich noch ein bisschen was ein bei eBay. Oh, heute war ein super schönes Wetter. Wir waren ja ein bisschen draußen. Ein bisschen was habe ich geschafft auch. Ja, und dann geht es jetzt gleich anschließend weiter mit dem Montag. 6 Uhr in Deutschland. So, die neue Woche startet. Auf alle Fälle. Was gleich zu machen? Jo, ich mache ein bisschen früher auf. Der Dennis vertritt mich heute. Heute am Anfang. Was wollte ich sagen? Der Dennis kommt heute vorbei und macht den Laden quasi für mich auf. Jetzt bereite ich für ihn so ein bisschen was vor, stelle ihm so ein paar Sachen hin, damit er das nicht machen muss. Ich bin heute eine Stunde später erst im Laden, so um 10. Denke ich, vielleicht auch erst um 11, das weiß ich noch nicht. Ich schaue mir eine Wohnung an, die ich räumen muss, eventuell. Und?
muss erst mal trinken. Ich muss erst mal was trinken. Ah, wunderbar. Wunderbar. So, ich muss erst mal vorne alles rausbringen. Hier unsere Räder, damit man da drüben rinkommt. In den Laden. So, wir fangen mal an mit dem Schlauchwechsel. Banal heute am Morgen. Oh Mann, ich hab so einen Durst, ey. Ja, Mensch. Der Dennis war nicht ganz pünktlich. Hab ich gehört? Hä? War nicht. Das ist natürlich schlecht. Jetzt habe ich den Zettel abgemacht. Aber ich hoffe, die Kunden verzeihen es mir. So, ich mache zu. Schlauch ist drin. Ich schließe den Mantel und trinke gleich einen Kaffee. Jetzt stehen aber schon 3-4 Räder hier. Die muss ich eben schnell mal machen. Also ich weiß ja nicht, wo die alle jetzt auf jeden Fall herkommen. Einer war avisiert. Am Samstag schon. Sie meinte, sie kommt. Aber da muss ich auch noch auf die Bestellung warten. Die anderen, naja. Fertig. Bremsbeläge, Bremszug wechseln. Hinterrad, mach ich jetzt schnell. Ja, die war so teuer und naja. Naja, gut, das spielt ja keine Rolle. Und ihr wisst ja, eigentlich ist das nicht, aber halt wäre schade. Ich habe mir mal überlegt, weißt du, wie groß der Unterschied ist zwischen dem neuen dann vom Look einfach und dem alten? Ist das schon doll? Jetzt kommt schon die Lieferung. Mann. Hier geht die Schaltung nicht. Kickbox. Da sei noch mal darauf hingewiesen. Natürlich laut Anleitung, Einbau- und Montageanleitung, baut man die Kickbox in Gang 1 ab. Und auch in Gang 1 wieder an. Ich mach's auch mal in Gang 4. Vielleicht, keine Ahnung, hat sich bei mir so eingebürgert. Da speichern wir nämlich den einen Schritt des Kontrollierens, ob der Gang richtig sitzt. Die Mutter meinst du? Oder? Na, erstmal die Mutter machst du mit dem drin. Und dann in drin mit dem Abzieher hier. Achso, okay. Ja, und dann machst du einmal fett auf die Kurbel? Auf die Vierkant von der Kugel. Ja. Und dann nochmal zusammen. Wenn es dann immer noch knackt, oder hat das jetzt Spiel so in sich? Na, knackt nicht nur, es sollte so ordnen, als ob Metall auf Metall irgendwie noch trifft. So, wenn du ja, dann wirst du ja merken, wenn die Kugel ab ist und du drehst die Achse mal, wenn die Achse kaputt ist, dann müsstest du es da lassen, dann müsstest du es halt neue Treter darin bauen. Jo, 29 Minuten schon wieder. Verplempert quasi. Ja, gucken wir mal. Boah, seht ihr das? Voll oval. Was ist denn das für eine Qualität, ey? Wer macht denn immer die Tonnen so voll, haben sie gesagt. Stell dir mal vor, nachdem sie eine Woche nicht gekommen sind, die Tonnen abgeholt haben, weil sie gestreckt haben, fragt er mich allen ernsthaft, wer macht denn hier immer die Tonnen so voll? Nächstes Mal lassen wir sie stehen. Ich sage, da ist der Jude, ey. Der war doch eine Woche nicht da. Jetzt lassen die voll. Logisch. Ja, der macht Bauschutt und so und dies und das und jenes und Sperrmüll drin. Ich sage, was habe ich denn damit zu tun? So immer kriegt das immer ab, mich kotzt das an. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Ja, also mich hat das richtig geärgert. Ich stand hier und dachte mir so, ey, Alter, ey, was ist denn da los? Ich, da rede ich doch nicht drüber, zieh die Tonnen raus und das ist gut. Das gibt mir doch die Blöße nicht. Genau.
geschrieben. So, mitkommen, mein Werkzeug ist da. Ich glaube, zumindest. Lysin. Ist das nicht so eine... Lysin? Ist das nicht so ein... Ja, Aminosäure. Oh. Ich Achtung, ich öffne. Achtung, ich öffne. Achtung, ich öffne. Tusch hätte ich einspielen sollen. Boah. 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 Für wie hast du denn die Kunst? Boah. Für 150? Boah. Nicht zu fassen, verdammt, dann ist es warum. Hab ich das nicht hin? Boah. Guck dir das an. Guck dir das an. Oh, ist das leicht. Was ist da los? Oh, naja, du, das ist schon. Hier! Ist ja ultra. Sind die so leicht heutzutage? Ja. Nee, also meins ist ja breiter und doppelt so schwer. Ach, hier hast du auch Stainless? Stainless 20? Ja, er ist auch T25 dran, das ist halt gängige Fahrradmaß. 20 Funktionen heißt das wahrscheinlich. Ja, ich gucke ins ab, ich nehme. Nein, das bleibt komplett. Ah, ja. Lässt du wohl! Guck mal, Carbon! Carbon! Ja, wenn ich so das qualitativ hochwertig, dann schließt du auf immer einer Ballerei und hast ein Problem mit. Dann nimmst du den Danny mit Askill Block und fummelst damit rum. Wenn mir 5 Euro gibst, dann nehme ich dir den ab. Du bist doch blöde. Der ist so blöde, ey. Danny Mac S Kick Block. Gut. Jetzt geht's weiter. Jo, Mensch, voll bin ich bis zum Rand hier. Dabei meine ich nicht mit Alkohol. Zwei hier bitte. Antrieb. Ich fasse es nicht. Ich muss im Schnellverfahren. Das machen hier alle. Pedale. Ich denke auch neue. Wir sind ja durch hier. Ich komme noch dazu. Ja. Also macht ja bestimmt Spaß. Geht mal von aus. Ich muss aber ein. Patina! Party! Patina! Ja, die Waffe, die man nur die ist gleich oder was? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Weiß bis hinten. Mit dem Ständer. Ach, ich bin so ein Depp, ey. Kann auch nicht weiter sagen. Nö, genau das wie so. Ja, mach doch mal einen Sonntag oder so, dann kann ich auch kommen. Also, wenn ich darf. Ich bin ja nur der Knopf aus dem Keller hier, geht ja. Dann kann ich mich doch endlich mal gerade machen mit dem Vater da, das nervt mich ja richtig. So, Hinterradschlauchwechsel. So, ich spiele jetzt alles, wie gesagt, nur mal kurz an, weil ich schaffe das sonst nicht mehr. Ich komme da nicht. Alles wird nur mal erst kurz gezeigt. Und ich mache jetzt weiter. Fertig. Next. Mal schauen, was jetzt kommt. Schaltung einstellen. Vorderrad, vorne und hinten. Deswegen hast du auch nicht so lange im Knast gesessen. Wenn immer nur ich hinten. Mach das. Meine. Jetzt von Bäumen, naja. Ach so, ja, naja, geht auch, aber ich meine, kann man ja so damit und so. Damit fange ich an halt, ne? Das ganze Leben, ne? Damit fange ich an, dann kommt der Große hinterher. So mal zum Warm machen. Ja, bevor du was machst. Wollte ich nochmal zum Ostbahnhof fahren. Ja, zu was? Zum Ostbahnhof. Zum Ostbahnhof willst du nochmal fahren? Ich muss. Ansonsten muss was ich machst du denn da? Fahren. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Hey, was war ich da? Ah, hey. Was hat Jem nicht da? Nee, ist ja nicht dein Kiste. Aber ich hab dir das versucht, nicht mitgebracht für dich zu trinken. Hier. Ja, danke. Jo, bitte, bitte. Ich muss das hier ein bisschen ordentlich machen. Der ist aber gleich wieder weg. Achso, ach, 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 ach,
Schläger. Ich sag nicht, Mike, wenn er kommt, dann hast du vor. Ich hab jetzt unbedingt was vor. Ich würde ja wirklich, aber heute ist knapp. Ja, das ist eine ganz kurze Frage. Ja. Und, kann man da irgendwas machen an dem Planetengetriebe da hinten in der Schaltung oder so, dass das also das Part mit dem Bootbus bis zum vierten Gang geht? Da kann man nichts machen, wa? Nee, das wird ja eher noch leichter. Ja. Na nee, soll's ja. Noch leichter! Ich muss ja den Berg hoch zum Tettenhofer. Mist, verdammt da! Meine Bremse ist undicht. Ja, herzlichen Glückwunsch, meine hoch. Meine Scheibe ist voll mit Öl. Meine Bremsbeläge sind voll mit Öl. Herzlichen Glückwunsch, meine hoch. Ja? Was wollte ich machen? Ich wollte was einstellen. Der lenkt mich ab hier total. So, ich wollte einstellen. Gut, okay, nur einstellen. So, nächste Rad. Winterreifen auf Sommerreifen umbauen. Schloss. Tasche tauschen. Oh. Und Pedalen wechseln. Ach, hallo. Ah, oh, du bist schon hier. Um Himmels Willen, ist es schon Tochter. So spät? Hilfe, eine Tochter. Ist es schon so spät? Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Na, wie geht's dir? Wo hast du deine Mama gelassen? Arbeiten ist sie. Ach so. So, weiter geht's. Was nehmen wir als nächstes? Irlin. Die ist ja auch fertig. Marien. Ich weiß nicht mehr, was das sonst noch war. Jetzt das nächste. Licht. Licht am Boden, nicht ans Rad. Oder ist das das nächste? Wisst ihr das nicht? Nee, das ist morgen. Das ist vorbereiten. Das hier ist das nächste. Licht ans Rad. Hornös, sag ich dir. Hornös? Ja, Tempelhofer Feld ist ideal dafür. Ja, aber das war doch mal. Ich meine, wie gesagt, der Rest wird wahrscheinlich. Wie bist du hingefahren? Nö, ich war auch noch, ich bin dann zu meinen Eltern nochmal gefahren und hier zu dem einen da, der sich auch ganz gut mit so Carbon-Sachen auskennt, der auch im Fahrradladen arbeitet und er meinte auch zu mir, so, die musst du jetzt nicht mit Samthandschuhen anfassen, die Laufräder, die halten schon was nicht. Na Gott sei Dank! Mir schon Sorgen gemacht! Ihr wart lange weg. Ey, was ist denn das hier, haben sie gesagt? Ja, warte. Ja, keine Ahnung, irgendwie. Aber auf jeden Fall schätze ich mal erstmal davon geflasht, wie viele Fahrräder hier überhaupt drin sind. Also, es geht um die Ecke nur. Naja, das ist ja alle immer. Total schockiert die Leute, dass ich Fahrräder am Fahrradladen habe. Mein Sohn ist da übrigens, wollte ich mal zeigen, da, guck, da ist er. Da bin ich. Ja. Hat den Weg hierher gefunden. Ich weiß ja nicht, wie er das gemacht hat. Das ist wahrscheinlich verlaufen, Berlin ist ja auch 10. Dann hat er sich gedacht, ach, die kommen mir bekannt vor, halt ich mal kurz an, ich glaube, da krieg ich was zu essen und zu trinken. Wieso? Oh, die das hier reingeballert, hier hat einer ihr Spanngurt, ey, passt bloß auf mit euren Spanngurten, voll reingeballert hier in den, guck mal hier, da hängt er, der Rest, und, also, Stormy Archer, England, alte Narbe, alte Speichen, dass das die alten hatten noch. Aber ich krieg das auch nicht raus. Ich muss mal sehen, wie ich das da rauskriege jetzt. Das mache ich jetzt und dann schalte ich gleich wieder ein zum nächsten Rad. Finally, I got it. I got it. Joe Gatti. Tom Gatti. Ja, ganz gefährlich. Und alles in Ordnung? Ich weiß es nicht. Also ohne Kettenschutz sieht es gleich viel schöner aus. Läuft gut, nicht verbogen? Ja, Glück gehabt. Absolut Glück gehabt. Absolut. Ja, die Narbe quietscht, also die Narbe ist durch. Vorne habe ich ein Klapprad, was ich repariere. Platter Reifen vorne. Sieht. Kannst ein bisschen was drin sprühen in die Narbe und mal gucken, ob es sich dann bessert, aber. Eigentlich kriegt man das damit nicht nur kurzfristig hin. Wir gucken uns jetzt an, was mein Sohn gemacht hat. Bestimmt alles richtig und ich muss noch so viel machen. Das ist unglaublich. Der Hauptständer war fest, quietscht jetzt aber auch nicht mehr. Ja, weil der Ständer, ja. Das ist ja. Gut, immer ein bisschen Öl drin. Ja, ist ein bisschen geölt, Kette ist geölt, ein bisschen gesäubert. Gespannt? Gespannt nicht. Noch ein bisschen spannen. Ja. Belege sind gemacht, da hat es nochmal geschliffen. Das hat auch nochmal nachgestellt. Aufgepumpt vorne, hinten.
Oh, schön gemacht. Hier muss ein Endkappe ruf. Niemals vergessen. Bisschen kürzen. Endkappe ruf. Bettschürze. Oh, wenn ich verliebt bin. Ja, aber darauf habe ich halt dort denn gar nicht geachtet. Licht. War bei dem Rad. Stand da drauf? Check. Bremsbeläge. Nee. Aber war halt so vorgefunden. Und vorne ist ja auch schon weggebrochen. Komplett. Das fest. Oh Mann. Was hast du denn da immer? Ich hab's. Das ist meine Höhe. Sensibilitätsbereich noch nicht ausgeprägt. Ich muss mal ein Stück altes Brot essen. Da oben sind noch Brötchen. Die sind immer noch recht weich. Ja, die unten bleiben sie auch weich. Ich meine, oben. Hier auch. Okay, dann weg damit. Ja, dann hätte ich Kette spannen, Kette ne? Noch, genau. Kette noch spannen und dann weg damit. Jo, dann das nächste Rad. Ich hab's schon gefunden. Hast du direkt in die Hand gelegt. Wunderbar. Siehst du, als willst du mir heute. Next bike ist Hinterrad platt total. Alter Schwede. Und Kette kürzen bei im Arsch total. Felge im Arsch total beult. Bleib aufschreiben. Total beult. Total. Nehme ich mal hier meinen Newton AZ. Mini. Ich hab hier auch so einen schönen. Hazard? Hazard und Hazard. Bleibt doch in der Position. Ja, boy. Sag's. Ja! Schnell mal Schlauchwechsel und schnell mal Kette kürzen und spannen und fetten natürlich. Das ist wichtig. Soll ich nur rausnehmen, ein Glied? Ja, klar, eins. Ja. Ah ja. Eine oder keine? Genau. Hey, wir haben Schokolade geschenkt bekommen aus Österreich. Da wunderschön, Dankeschön an Österreich, nach Österreich. Echte Zotter Schokolade. Lecker. Dazu trinke ich auch noch wie eine Melange. Guck mal, wie jetzt die Kette aussieht. Mmh. Kaffee von heute Morgen. Hier, komm. Schokolade. Oh, da ist ja irgendwas drin. Ach, schau mal hier. Bitteschön. Ja, einfach. Danke, das sieht sehr speziell aus. Oh, ist die geil, Alter. Für die Kaffeekasse. Ach, danke. Ich hab zu danken. Und dann bin ich wieder da. Okay, Alter. Schönen Feierabend wünsche ich euch, ja? Ja, ciao, ciao. Die schmeckt echt gut. Erstaunlich. Fest gemacht? Du hast festgemacht, wenn du, ne? Oh, die schmeckt gut, die Schokolade. Echt gut, ey. Metze, gleich Qualität. Super. Jo, Klappi haben wir gerade vorbereitet und jetzt ein Herkules für morgen vorbereiten. Das nimmt kein Andy heute. Aber das ist ja gut, ey. Das muss man jetzt ausnutzen. Jetzt voll Saison gerade. Hier die Räder raus, beide neue Reifen. Vorderrad plus Hinterrad. Schläuche wiederverwenden, wenn okay. So ist das Plan. Ah. So ist der Plan. Eins. Nächstes Rad, Vorderrad zerstochen. Vorderrad zerstochen, aufgeschlitzt. Hier irgendwo, da. Da hat jemand Freunde. Einmal neu. Und Hinterrad aufpumpen. Jetzt auch schnell. Ich habe ja eh ein Hollandrad. Das ist nach 21 Uhr. Ich habe noch 4 Räder zu machen oder so. Ich fasse es nicht. Heute ist ja die Hölle auf Erden. Was denn da los? Erster schöner Tag im Jahr. Geht das los? Kann ich mich quasi jetzt schon mal dafür entschuldigen, dass der Vlog sehr spät kommt. Wahrscheinlich sogar erst morgen.
früh oder was weiß ich. Morgen Vormittag. So weit ist sie zu machen. Sie hat es gerade gekauft und jetzt fährt sich. Jetzt stoppt hier. Oh Gott. Okay. Ich muss es auseinandernehmen. Ich weiß es nicht, was mich hinter dieser Plane hier erwartet. Aber ich werde es feststellen gleich. Schauen wir doch mal. Jetzt seid ihr mal mit dabei ganz kurz, weil es ist ja spannend. Also das stockt total, wenn man so dreht, dann... So, ich entfeddere, feddere, heddere. Vielleicht eine ganz simple Geschichte, jetzt hoffe ich sehr, für die gute Frau. Der Drehzahllösung, Hinterrad kaputt. Nicht vorne Tretlager, Hinterrad. Scheiße. Scheiße. Das wird sie ja nicht freuen. Ja, hat sie gekauft auf dem Fahrradmarkt, das Rad. Fahrradmarkt? Auf dem Fahrradmarkt, ja, Fahrradgebrauchsmarkt. Ist ja echt der neueste Trend. Naja, von so fliegenden Holländer quasi, im wahrsten Sinne des Wortes. Geht das auch schon zum Kettenspanner übrigens? Ja, ja, das ist, naja, das ist jetzt nicht so wesentlich, wenn man es gut festschraubt hat. So wieder. In die Shell. Ja, hier. Das ist durch. Ja, aber okay, irgendwas wird mit den Schalen da jetzt auch auf jeden Fall passiert sein, weil ansonsten würdest du nicht so eine Rastung spüren. So wie ein rastendes Lenkradlager. Auch noch zu fest ist. Definitiv erstmal auftreten. Ja, sie haben nicht ordentlich gekontert. Das ist halt. Oh, so eine Scheiße. Riesenaufwand. Riesenaufriss. Nicht ordentlich gekontert. Ja, das geht so nicht. Muss vernünftig gekontert werden, dann funktioniert das auch. Naja. Ja. Fertig geschafft. Nächste Rad. Weg mit dem Ding. Zettel drin? Oh, hey, 35 Euro reicht. Aber Frau, so ein Scheißrad gekauft. So ein Bemitleid, kriegst du einen Bemitleidsbonus. Für das Rad. Vorne hoch in die Kamera rein und dann holen wir das nächste Rad. Mal sehen, was das nächste ist für eins und zwar. Na, was ist mal denn hier? Steht ein lustiger Zettel da. Auf dem steht Speicher Hinterrad, bremsbelege Hinterrad und Vorderrad. Na dann mal los. Was haben wir als nächstes hier? Vorderradkonus. Kann man sehen, war das ein riesen gewackelt hier. Damit fahren die Leute durch die Gegend. Oh weia, das behebe ich jetzt, versuche ich zu beheben. Mal sehen, ob ich schaffe. Ich denke mal schon, das klappt. Kurzes Update, 22 Uhr. So, Konus ist gut, aber Lager ist durch. Luxusrad. 22.09 Uhr. Luxusrad. Der Zug, schaut mal hier, was für eine Fehlkonstruktion. Da reißt der Zug ab. Weil das immer so abwinkelt da drin. Das jedes Mal reißt das immer alle 3 Monate oder so. Hätte ein bewegliches Gelenk sein müssen, das hätte man so mitgeht. Aber nee, haben wir nicht gemacht. Boah. Tauschen wir. Total beschissenes Rad hier. Kinderrad. Sweetie von Kreidler. Einmal ein Schutzblech fest. Mit Unterlegscheiben. Schutzblech fest mit Unterlegscheiben. Was war noch? Licht? Ich meine. Der braucht wahrscheinlich alles neu. Der ist ja durch. Der Dynamo ist durch. Der funktioniert nicht mehr. Ist verrostet. Oh Gott, das dauert. Na, mal gucken. Ist fertig, kannst abholen. Und ja, wir sind noch da. Text kopieren. Es ist 23 Uhr. Dein Rad ist fertig. Hol es ab, sag ich. Empfänger, Schuhe, Eis. Also, was wir nicht retten konnten, ist der Gepäckträger.
Weil der ist gebrochen. Überall. Kannst du nicht mehr. Geht nicht. Muss irgendwas anderes ich an. Ich glaube, das kam an. Ich weiß es nicht. So, wir machen jetzt Feierabend auf alle Fälle. Wir sehen uns morgen. Es ist jetzt 23.05. Seht ihr, 23 Uhr ist es jetzt. Danke für die Schokolade, die war echt aufmunternd. So, jetzt gehen wir was essen oder so. Mutti hat uns vergessen hier unten. Überleg, ob ich eine schöne lange Hose anziehe. Nein, nehmen wir hoch, dann nehme ich nichts mit. Bestellliste? Vorne. Mitnehmen. Muss auch schneiden, ey. Ich weiß nicht, wie ich machen soll.